ein übers Rumpel und... Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Oh mein Gott! Diese Karte ist einfach so teuer. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate2Games zur letzten Pokémon Tag Team Tinbox und allgemein zur letzten Pokémon Tinbox. Denn als nächstes haben wir keine Tinboxen mehr, sondern Spezial- und Sonderboxen könnte man sie nennen oder heißen sie zumindest im Shop. Was es sein wird, seht ihr dann nächste Woche. Aber wir machen heute auf die Pokémon Tag Team Tin von Mewtwo und Mew mit dem wohl coolsten TCG Artwork, was ich je gesehen habe. Also guckt euch das an. Mewtwo mega genervt und Mew fahrt einfach bloß um sein Leben. Wir machen das ganze Ding auf und wenn wir gucken, ob wir den Hattrick jetzt machen mit dem älteren Pack. Also ist ja immer so ein Evolution Pack dabei und die letzten zwei Videos, keine Ahnung, waren strange, was das angeht. Würde ich einfach mal so sagen, es war ziemlich strange. Und ja, mal gucken, ob wir das Ganze jetzt hier schön rausbekommen. Da ist der Fisch. So, wie immer GX-Marke aus Metall. Also, wartet. Sehr, sehr hochwertig. Sehr, sehr nice. Gefällt mir gut. Booster Packs sind am Start. Wir machen das Tütchen wieder zu. Okay. Ja. Sorry. Nachbarn freuen sich. So, Glückspack. Ne, es war auch die Kauf-Pokémon. Und wir fangen dann wieder so rum an mit dem alten Pack und dann die neueren. So. Codekarte rausholen. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Sleeves hier, aber das geht jetzt auch mal so. Ich habe hier hinter mir noch haufenweise Sleeves im Schrank liegen. So, Mewtwo und Mew GX vom Typ Psycho mit 270 KP Tag Team. Mit der Fähigkeit Perfektion oder Perfection, this Pokémon can use the attacks of any Pokémon GX or Pokémon EX on your bench or in your Discard Pile. Also könnt alle Pokémon Attacken nehmen von Pokémon GX und EX, egal ob auf der Bank oder im Ablagestapel. Sehr, sehr cool, by the way. Passt also in sehr, sehr viele Decks, das ist das Gute dran. So, wir haben dann Miraculous Duo GX mit 200 Schaden, 3-mal Energie, davon 2-mal Psycho, einmal farblos. If this Pokémon has at least one extra energy attached to it, zu den Kosten dieser Attacke, heal auto damage from all of your Pokémon. Also sehr, sehr cool eigentlich. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Tag-Team-Karte. Passt halt, wie gesagt, in sehr, sehr viele Decks. Und wir gucken mal, was unsere anderen Booster jetzt so für Sachen Infos haben und bringen. Ich bin gerade nebenbei am Überlegen, ob ich die Parts, die ich jetzt gerade aufnehme, diese drei Tag Team Tins jetzt schon schneide und render oder ob ich die zusammen mit den anderen Sachen render. Mal gucken. So, Blastoise Spirit Link, Pidgeot Spirit Link, Poliwhirl, Unleash Energie, Magikarp, Weedle, Electabuzz, Jousy, ein Reverse Seal und ein Arcanine als normale Rare. Wir haben den Bann gebrochen, der Pokémon EX. Ja, yeah, finde ich gut, aber jetzt können noch gerne Pokémon GX kommen. Fände ich gut. Fände ich sogar noch besser. Mal schauen. Vielleicht haben wir Glück. So, gucken wir doch mal. Wir starten mit Pinsir. Der Memory Energy. Kecleon. Rumpel. Marini. Yamask. Stunfisk, Larvitar, ein Reverse Wurmple und... Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Oh mein Gott! Diese Karte ist einfach so teuer. Allgemein, Sierra Aura ist so eine gute Karte in Zusammenarbeit mit Elektrodex im Moment. Und diese Karte ist, denke ich mal, mindestens Fuffi wert. Wenn nicht sogar noch mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben Terra Aura GX Rainbow gezogen. Ich krieg die Krise. 190 KP. Also, übrigens, ich habe die letzten beiden Tinboxen nicht bei Gate2Games bestellt, aber die hier ist von Gate2Games. Grüße gehen raus an Doreen. Oh mein Gott, du bist die beste Kollegin. Was du raussuchst für Boxen, ist halt echt krass. Mein Gott,
Diese Frau hat ein glückliches Händchen, was Pokémon-TCG angeht. Danke dafür. Wir haben Zerora GX vom Typ Elektro mit 190 KP mit der Fähigkeit Thunderclap Zone, die mit die coolste Fähigkeit ist für Elektro-Decks. Each of your Pokémon that has any Elektro-Energy attached to it has no retreat cost. Also allgemein, alles, was ihr mit Elektro-Energie beheizt, sehr, sehr gut zusammen mit Zerora, wenn es auf der Bank liegt, denn ihr habt keine Rückzugskosten. Plasma Fists, 160 Schaden mit 3x Energie, davon 2x Elektro, einmal farblos. This Pokémon can't attack during your next turn. Und Full Voltage GX mit 1x Elektroenergie. Attach 5 Basic Energy Cards from your Discard Pile to your Pokémon in any way you like. Oh mein fucking Gott. Oh, oh, oh. Ich google jetzt mal. Also, ich hab da Zeit. Also, tut mir leid, wenn ich das gerade mitten im Video mache. Ich google jetzt mal live Zeraora Rainbow Rare Preis. Last Price $39. Also kann man auch Shopping machen? So, mal bei Card Market, das ist eigentlich so die gängigste Plattform für Preise. Was? Thunder Card Market. Wo ist der? Wir wollen wieder eine Kachelansicht. Und das Ganze sortiert nach Preisabschlag. Zeraora Rainbow Rare kostet ab 28 Euro. Und guck mal, die erste deutsche 35 Euro. Also rund 40 Euro ist diese Karte wert, die wir gerade gezogen haben. Also wirklich eine sehr, sehr gute Karte. Weiter geht's mit Unified Minds. So, wenn ich das gerade mal so live nebenbei gemacht habe, aber ich wusste, dass die Karte echt gut ist und einiges kosten wird. Oh mein Gott. Was haben wir eigentlich für ein Glück? Was haben wir eigentlich für ein unverschämtes Glück? So. Breloom. Dark City. Musharna. Cutney. Snowrunt. Tynamo. Meditier. Neubat. Ein Reverse Electric. Und ein Escavalier als normale Rare. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich kenne Leute, die würden für diese Karte töten. Also nicht töten, aber die würden die echt geil finden. Weil es halt super in ihre Decks passt. So, Glückspack. Letztes Pack aus unseren Tinboxen. Und ich will wissen, ob es Glück bringt oder nicht. Ich hoffe es so sehr, dass wir nochmal einen guten Pull haben jetzt für die Tinboxen. Die waren echt ziemlich, ziemlich sick. Wir erinnern uns einfach bloß an den Cynthia-Pull letztens. Oh, der schmeckt immer noch. So, Relikant. Blues Tactics, Lampent, Stunfisk, Onyx, Finneon, Alolan Grimer, Karrablast, Einwirbels Mediti. Und die letzte Karte, die wir aus unseren Tinboxen ziehen, ist ein Holo Celebi. Steht jetzt gehofft, das ist vielleicht ein GX, aber Holo Celebi, muss ich sagen, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Der Holo-Effekt ist cool, das Artwork ist geil, also auch wenn es keine GX geworden ist, es ist sehr, sehr gut, gefällt mir sehr. Aber trotzdem muss ich sagen, was wir rausgezogen haben aus den Tinboxen, kann sich sehen lassen, also die ist echt Rainbow, Leute, eine Rainbow und noch dieses coole Artwork von Mewtwo, also was will man eigentlich mehr? Wenn ihr euch die Boxen geholt habt, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr Schönes gezogen habt. Und ich habe schon in den ersten Videos gesagt, es tut mir leid, dass die Boxen momentan auf Deutsch nicht verfügbar sind. Wir müssen sie dann leider auf Englisch anbieten. Aber Deutsch gehen die Dinger raus, die Wormen sammeln, sind sehr schwer zu kriegen. Und ich muss mir sie halt, wie auch schon gesagt, auch selbst auf Englisch holen. Mich stört das nicht weiter. Ich hoffe, für euch ist das auch kein Problem. Ansonsten würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, alle Produkte wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, haut rein.
und ciao.